Bleiben wir bei der U-Bahn. Nur so konnte man den Bahnhof Potsdamer Platz betreten. Ein schweres Rollgitter sichert die Treppen. Einsam und verlassen seit dem Mauerbau. Doch es gibt eine Nutzung. Während der betriebsschwachen Zeit werden hier Züge abgestellt. Aber auch hier ist die Zeit im August 1961 stehen geblieben. Reste der Werbung sprechen eine deutliche Sprache. Der U-Bahnhof Potsdamer Platz gehört zu den ältesten Berlins, eröffnet am 18. Februar 1902. Jetzt ist er eingemauert. '90 wird das Jahr der Wiedereröffnungen. Seit dem 12. April halten wieder Züge in der Bernauer Straße. Bereits seit Ende 1989 wieder geöffnet, ist die Station Rosenthaler Platz. An der Oberfläche rollt die Straßenbahn. Alle anderen Geisterbahnhöfe der U8 und U6 gehen nach der Währungsunion am 1. Juli 1990 wieder in Betrieb. Dazu gehört auch die Station Weinmeisterstraße. Der Bahnhof Alexanderplatz ist wieder ein wichtiger Umsteigeknoten. Anschluss besteht zu den U-Bahn-Linien 2 und 5 und zur oberirdischen S-Bahn. Ebenfalls zur S-Bahn umsteigen kann man im Bahnhof Janowitzbrücke. Der Bahnhof Heinrich-Heine-Straße. Er ist der letzte auf ehemals Ostberliner Gebiet. An der Oberfläche war von dieser Station so gut wie nichts mehr zu erkennen. Seit dem 1. Juli 1990 sind wieder alle Eingänge geöffnet. Nach historischem Vorbild sind die Zugänge in der Friedrichstraße der U6 wieder erstanden. Die erste Großprofillinie Berlins zeigt sich im alten Glanz. Wieder eröffnet ist auch der sogenannte Mäusetunnel zwischen den Linien U2 und U6. Auch hier ist die Zeit stehen geblieben. Die Werbung zeigt es. Nur wenige hundert Meter weiter folgt in Richtung Norden der Bahnhof Französische Straße.
An der Oberfläche gibt es 1990 noch viel freies Bauland. Auch am Bahnhof Friedrichstraße sind viele vorher zugemauerte Zugänge wieder offen. Auch dieser Tunnel war 28 Jahre geschlossen. Der Bahnhof Oranienburger Tor ist der nächste auf dem Weg Richtung Norden. Damals wie heute bestimmt die Straßenbahn das Bild an der Oberfläche. In einfacher Tieflage rollen die Züge der U6. Als Stettiner Bahnhof ging 1923 diese Station in Betrieb. Ab 1951 in Nordbahnhof umbenannt. Oben rollt in der Chausseestraße die Straßenbahn. Gleich drei Namen musste dieser Bahnhof tragen. Als Schwarzkopfstraße eröffnet, 1951 in Walter-Ulbricht-Stadion und 1973 in Stadion der Weltjugend umbenannt, heißt er heute wieder Schwarzkopfstraße.